Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um alle durchsichtigen Basen von der Marke Meonail. Ich habe sie hier schon für euch alle aufgestellt und ich werde euch meine persönlichen Empfehlungen zu jeder von dieser Base geben und eben euch die Konsistenzen und physikalischen Eigenschaften von den Basen zeigen. Ich bin die Erin von W Beauty School und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich werde die Basen nach einigen Kriterien in diesem Video unterscheiden und erster davon wird die Viskosität sein. Also wie flüssig ist die Base dann in nassem Zustand, nicht ausgehärteten. Und hier haben wir drei verschiedene Varianten. Also einmal haben wir sehr flüssige Base, die tropft so buchstäblich von dem Pinsel runter. Dann können wir mittelviskose Konsistenzen haben. Das heißt, der Tropfen bildet sich etwas langsamer. Und wir können auch sehr viskose Konsistenzen haben, wo der Tropfen sich ultra langsam bildet. Also da müssen wir sehr, sehr lange warten, bis der wieder vom Pinsel runter tropft. Alles hat Vor- und Nachteile. Und wir kommen gleich dazu. Ich fange mit den dünnflüssigen Basen von Meonail an. Das sind diese drei. Und die sind wirklich alle sehr, sehr flüssig. Also da kann man damit nur dünn arbeiten. Ein Aufbau damit ist nicht wirklich möglich, weil das wird einfach zerfließen. Man hat keine Zeit, den Tropfen zu modellieren, weil es einfach zerfließt. Und deswegen eignen sich diese Basen ganz gut auch als Haftschicht, weil man kann diese Basen dünn arbeiten. Und wenn sie nach dem Aushärten noch flexibel sind, das werden wir gleich schauen, dann kann man damit auch ganz klar Pediküre machen. Weil in Pediküre müssen die Nägel mit flexiblen Basen lackiert werden, weil in Schuhen haben wir doch viel mehr Druck auf die Nägel wie bei den Händen. Und dementsprechend sollten die Nägel auch flexibel bleiben, damit es zu keinen Problemen führt. Die Hard Base von Meonail ist die fließende von allen, also die tropft buchstäblich vom Pinsel. Hard Base Seek ist minimal. Dicker, aber auch mit der, wie gesagt, kein Aufbau möglich. Und die Source Base ist auch etwas dicker wie Hard Base, aber auch da kein Aufbau möglich. Bei den Problemnägeln Hard Base wird besser halten wie die beiden hier. Und die ist auch meistens im Starter Set enthalten. Und alle diese Basen könnt ihr natürlich soaken, also mit Aceton entfernen. In dünner Schicht lassen sich die Produkte eher besser entfernen als in einer Aufbauschicht. Da empfehle ich das Fräsen. Und wenn ihr mit farbigen Basen arbeitet, dazu hatte ich vor kurzem ein Video, könnt ihr diese Basen als Haftschicht verwenden. Ich zeige euch jetzt, wie sie nach dem Aushärten sind. Die habe ich schon hier ausgehärtet und vorbereitet. Das ist die Hardbase in dünner Schicht ausgehärtet und die ist ultra elastisch. Also ihr seht, sie wird mit dem Nagel ganz gut mitkommen und nicht splittern. Dann als nächster habe ich hier die Hardbase Sick. Die ist auch elastisch, aber weniger elastisch wie Hardbase. Also da könnte es sein, dass sie nicht so gut haftet. Bei den Problemnägeln, wo sie wirklich dünn sind. Und dann haben wir zum Schluss die Bio-Source Base. Und die ist von physikalischen Eigenschaften eher ähnlich der Hard Base Seek. Also die ist auch zwar elastisch, aber vom Gefühl her nicht so wie die Hard Base, weil die Hard Base konnte ich wirklich so zusammenrollen. Bei der hier geht es schlecht, weil die nicht so elastisch ist. Also wie gesagt, Problemnägel, Hardbase und normale Nägel werden die beiden auch ganz gut haften. Und für Pediküre eignen sich alle diese Basen wunderbar. Und wir kommen zu den mittelviskosen Produkten von Meonail. Das sind diese vier Produkte. Base Extra, Kautschuk Base, die gibt es leider nur in groß, Rubber Base und Repair Base. Alle diese Basen haben ähnliche Konsistenz, das heißt, die sind nicht super fließend, aber auch nicht extrem viskos. Ich zeige euch das mal. Also die Base
braucht ein bisschen Zeit, um vom Pinsel hier runter zu tropfen. Das heißt, wenn man damit eine Naturnagelverstärkung durchführt, hat man auch Zeit, bei dem Nagel eben die Unebenheiten auszubessern und einen kleinen Apex zu modellieren. Hier sozusagen Vorteil ist bei solchen Produkten, die eignen sich natürlich auch für Dünenauftrag. Und ich empfehle tatsächlich diese drei auch für Dünenauftrag zu verwenden. Und Base Extra ist es wirklich so eine universelle Base. Man kann mit dieser auch wunderbar Dünen lackieren und auch aber eine kleine Verstärkung machen. Die war von der Konsistenz früher tatsächlich etwas viskoser. Jetzt haben sie wahrscheinlich geändert jetzt. Ich kenne sie Viskose, aber auch mit der Konsistenz könnte man ein bisschen Aufbau machen und müsste man echt einfach schneller arbeiten. Für Anfänger mit dieser Base eine kleine Naturnagelverstärkung zu machen, wird etwas schwieriger sein, weil sie doch schon eher so mittelviskos ist. Für Anfänger empfehle ich dann eben eher viskosere Produkte, da kommen wir auch gleich dazu. Die drei empfehle ich dünn aufzutragen. Die sind bei Haftungsproblemen ganz gut. Wenn man jetzt Nägel hat, wo nichts drauf hält, würde ich dünne Schicht diesen Basen empfehlen. Die Base Extra ist in dünner Schicht auch sehr elastisch. Diese drei auch. Also die könnte man auch, wenn man Probleme bei Pediküre hat mit Haftung, könnte man die ganz dünn auch auf die Füße auftragen. Gar kein Problem. Und ich zeige euch jetzt die Base Extra in etwas dickere Schicht. Also die ist schon auf jeden Fall mittelhart und wird den Naturnagel auch ganz gut halten. Ich würde mit dieser Base jetzt keine langen Nägel arbeiten. Generell die Basen sind dafür eh nicht geeignet, da besser zu den Gelen greifen. Aber die Nägel, die etwas über die Kuppe gehen, kann man mit dieser Base durchaus verstärken. Also diese drei Basen, Kautschuk-Base, Rubber-Base, Repair-Base, die haben wirklich sehr ähnliche Konsistenz. Ich zeige jetzt mal die Kautschuk-Base. Und sie haben auch alle innen drin, man sieht es auch hier, so Luftblasen. Das kommt einfach von chemischer Zusammensetzung und durch Transport. Also sie werden so ein bisschen geschüttelt, da kommt es einfach zu diesen Bläschen. Die stören aber einen wirklich nicht im Dünenauftrag. Und ich empfehle, diese Basen dünn aufzutragen, deswegen ist es gar kein Problem. Und diese beiden Basen von Neonail haben ähnliche viskose Konsistenz mit einem Unterschied, dass Fiber Base innen drin noch so Fiberpartikel hat. Die sieht man mit dem Auge nicht unbedingt, aber wenn man die Base aufträgt, merkt man das. Und wie ihr seht, also alle beide haben sehr viskose Konsistenz, was nicht schlecht ist, sondern sie sind durch die Konsistenz auch und ihre physikalischen Eigenschaften nach dem Aushärten sehr gut dazu geeignet, eine Naturnagelverstärkung durchzuführen. Ich würde bei diesen Basen drunter eine dünne Schicht Kautschuk-Base oder Rubber-Base oder Hard-Base empfehlen, wenn ihr Haftungsprobleme habt, wenn auf euren Nägeln die Produkte nicht wirklich gut haften, wenn ihr zum Beispiel feuchte Nägel habt oder eben sehr dünne, ergiebige Nägel, dann macht erst mal eine dünne Schicht, zum Beispiel Kautschuk-Base, härtet diese aus und erst dann macht der Aufbau, Verstärkung mit einer von diesen Basen. Die Fiber Base könnte für einige etwas schwieriger sein durch diese Fiberpartikel. Andere finden das gar nicht störend. Die hat auch ein bisschen so eine rosane Farbe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt durch die Kamera sieht. Also so ein Pinsel, wenn man vergleicht, die hat so ein bisschen rosa Stich, aber das sieht man im ausgehärteten Zustand nicht wirklich. Und diese Basen sind in dünner Schicht nicht so flexibel wie zum Beispiel Hardbase. Das heißt, durch die Konsistenz, dass sie etwas dicker sind und dadurch, dass sie nicht so flexibel sind, eignen sie sich jetzt nicht unbedingt für Pediküre, weil Pediküre muss alles sehr dünn aufgetragen werden. Und sie eignen sich auch nicht so als Haftschicht, sondern eher als Verstärkungsschicht. Ich fange mit Silkprotein hier an. Also ich habe diese Base etwas dicker aufgetragen, so 1 mm dick. Und ich zeige euch, wie fest sie ist. Sie ist wirklich hart. Also sie lässt sich
biegen, aber ich muss da schon echt Mühe mir geben. Deswegen kann man diese Base auch wirklich gut dazu verwenden, die Nägel zu verstärken, welche sehr flexibel sind oder länger sind. Aber denkt daran, also nicht extra lange Nägel damit arbeiten, weil die Basen sind eh für Naturnagelverstärkung und für keine Stilettos geeignet. Und Fiberbase von Neonail ausgehärtet ist auch härter, also die ist aber nicht so hart wie die Silkprotein. Also ich finde Silkprotein viel stärker als die Fiberbase. Die eignet sich aber auch, wie gesagt, zum Verstärken von Naturnägeln, wird aber gewisser Flexibilität im Nagel noch da lassen. Wenn ich jetzt längere Nägel verstärken würde, dann nehme ich eh die Proteinbase. Nachteil bei Proteinbase, die wird wirklich sehr, sehr heiß in der Lampe. Also da müsste man aufpassen und auf jeden Fall das nicht aushalten. Wenn es heiß in der Lampe ist, dann die Hand kurz rausnehmen. Und zum Schluss möchte ich das Ganze nochmal für euch zusammenfassen und euch klare Empfehlungen für die Gruppen von diesen Basen geben. Also für die Haftschicht oder wenn ihr eure Nägel sockt, das heißt die Base dünn aufträgt, eignen sich diese vier Produkte. Mit sehr starken Haftungsproblemen gehen diese beide. Bei weniger starken Haftungsproblemen diese beiden. Diese Base eignet sich auch wunderbar für Pediküre, wenn man dünn hinbekommen möchte und die sollte ja dünn sein. Dann haben wir diese beiden Produkte, die sehr fließend sind und eignen sich auch für Sock-Off und für unproblematische Nägel, wo alles gut hält. Man hat ja ab und zu von Natur aus schon noch starke Nägel. Dieser Base ist universell. Man kann damit sowohl dünn arbeiten als einen kleinen Aufbauverstärkung auf dem Nagel machen. Die ist mittelviskos und lässt sich sehr, sehr schnell auf dem Nagel verteilen. Diese beiden Produkte sind eh viskose und eignen sich zum Verstärken von Naturnägeln. Bei Haftungsproblemen sollte man eine dünne Schicht von diesen vier Basen auf den Nagel geben zuerst und aushärten und dann mit diesen beiden, je nachdem, wie lange die Nägel sind, arbeiten. Diese Base ist etwas härter nach dem Aushärten. Diese Base ist nicht so hart nach dem Aushärten, aber eignet sich trotzdem für das Stabilisieren der Nägel. Die beiden sind sozusagen mittelhart und das ist eine harte Base. Und wenn ihr meine Übersicht zu den farbigen Basen sehen wollt, verlinke ich euch das natürlich auch gerne. Schreibt mir in den Kommentaren eure Fragen noch dazu und ob ich so eine Übersicht für die Top-Codes von der Marke Neonail für euch machen soll. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.